Ja, Leute, ich habe mich ja gewundert, was hier passiert. Ja, ich bin einfach ein Idiot. Wir hätten einfach zurück ins Hauptmenü gehen müssen und hätten einfach das nächste Kapitel Du machen hast schon müssen. große Fortschritte gemacht, aber jetzt beginnt die eigentliche Arbeit. Wir wurden kontaktiert, um bei einigen zukünftigen Projekten. Ja. Gut, dann fangen wir doch mal an. Spielen, Parks und Restaurierung. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so irgendwie habe ich Lust, das eher später zu machen. Ich würde es auch mal gerne die Sandbox ausprobieren. Mittelmeer ist doch cool. Einfach mal alles ausprobieren. Ich will mich jetzt ja nicht hier stumpf auf die Karriere fokussieren. Ich habe es jetzt mal angespielt, grobe Steuerung gelernt. Oh. Keine Forschung. Ah, Herausforderung. Da sind wir endlich. Mein Gott. Ah, oh, das wollte ich doch machen. Genau das wollte ich machen. Oh Mann, Leute. Kann man eigentlich nur so verpeilt sein. Oh, das Park. Und dann fangen wir endlich mal die Herausforderung an. Genau das wollte ich machen. Mein Gott. Naja, das macht ja auch jetzt mal nichts. Erstmal halb so wild. Starten wir direkt rein. Das sollte man eigentlich jetzt in Ruhe gelassen werden von den Affen. Dass wir auch mal in Ruhe was bauen können. Oh Gott. Okay. Da fühle ich mich doch schon direkt. Tempel rundum. Jetzt die Kurve. Gerade. Okay. Aber wir machen hier erstmal einen richtig fetten Weg. Da sollen die Herrschaften erstmal weitergehen. Dasselbe machen wir dann. Gehen wir hier im 90-Grad-Winkel rum. Dann sollen die Leute erstmal hier so ein bisschen entlang gehen. Ne, das war viel zu weit. Geschehen. Ja, bis hier ungefähr. So. So, und, okay, das war nix. Ah, das nervt mich, aber ich will hier mit Rechtsklick den Weg wieder wegmachen, so wie es davor auch war, aber. Beste Länge. Ja, das ist doch gut. So wollte ich das. Können wir nämlich hier direkt am Eingang. Okay, wir haben 50k. Das ist natürlich wieder alles, was wir haben. Ah, fantastisch. Gut, dann, man kennt es ja nicht anders. Wir bauen erstmal hier unseren Moneymaker. Was haben wir denn hier Schönes? Teacups, Wikinger. Reißt mich irgendwie alles nicht so vom Hocker. Schienenfahrgeschäfte, was gibt's hier? Lokblumen, okay. Wasserrutsche, das will ich mir noch ein bisschen aufheben. Ja, dann bauen wir halt hier so einen Mine Train rein, wenn das geht. Oh, das geht. Ein bisschen höher setzen, ganze Geschichte. So in etwa. Können wir den hier reinbauen? Ist ja erstmal jetzt auch nur provisorisch. Wir bauen jetzt natürlich die ganze Stromgeschichte und alles wieder. Gucken. Mal auf jeden Fall schon mal testen lassen. Ach so, wir bauen Strom. Stromgenerator, was immer. Das wollte ich.
So, du hast doch jetzt Strom. Status ein. So, jetzt brauchen wir noch einen Verteiler. Den machen wir einfach direkt nebendran. Finden den mit dem Generator. Jetzt haben wir hier Strom, können die ganze Anlage testen. Das passt soweit schon mal. Allerdings, Zweizugbetrieb. Das taugt mir nicht so ganz, ehrlich gesagt. Was haben wir denn hier? Treibräder. Machen wir hier nämlich eine Blockbremse einfach rein, dann können wir schon mal mit drei Zügen fahren und dementsprechend natürlich auch mehr Geld generieren. Zack, das passt doch. Achterbahndetails, Wagen, Wagen. Okay. Hier traditionell die beliebige Besetzung. Bisschen eine geringere Wartezeit, weil es kann ja auch sein, dass es mal schnell gehen muss. So, pass auf. Die Wege hier. Das will ich so nicht. Lösche ich erstmal. Machen wir erstmal kurz weg. Und dementsprechend, das hier will ich eigentlich gern wieder nutzen. Das gefällt mir. Verschieben wir mal. Das ist jetzt auf Bodenhöhe. Das ist auf Bodenhöhe. Dann. Ja, tja. Machen wir es halt hier hin. Dann bauen wir direkt die Warteschlange dran. Warum will der jetzt auf Krampf da hoch? Jesus, was ist denn jetzt passiert? Ah, okay, der hat die komplett automatisch wieder versenkt. Jetzt mal runter hier. Okay. Feste Länge. Das machen wir mal nicht. Weil ich will jetzt hier verbinden. Eben ging es doch auch. Lass mich doch hier verbinden. Warum nicht? Was, hallo? Hier können Sie nicht überkreuzen. Ich will doch einfach nur da weiterbauen. Lass mich doch da. Hier mit der Warteschlange. Das geht jetzt auf einmal. Wohl zu steil, nehme ich an. Aber kein Problem. Aber halt ein bisschen außen rum. Ja, lass mich doch jetzt dahin bauen. Gibt's doch gar nicht. Zu steil. Ist doch nicht zu steil, Leute. Komm schon. Also dieses Wegetool ist. Ich weiß auch nicht. Ja, das ist noch nicht ganz so. Bin ich noch nicht ganz so vertraut damit. Aber das kommt natürlich alles noch mit der Zeit, das ist ja klar. Bauen wir halt hier mal ein bisschen hoch. Wir machen das hier nochmal weg, hier die Kurve, die ist nämlich gut. Dann gehen wir nochmal zurück. Mal ein bisschen. Da muss ich mich noch reinfinden. Falscher Weg. Hoch.
ein bisschen tricky. Jetzt verbinde dich doch damit endlich. Meine Güte, so schwer kann das doch nicht sein. Aber kein Problem. Machen wir das hier halt noch komplett weg. Legen wir hier einen Kurs. Stück weg. Den auch. Gucken wir mal, ob das so geht. Natürlich nicht, aus irgendwelchen Gründen. Warum nicht? Ich doch jetzt endlich damit. So schwer kann das doch nicht sein. Halt hier nochmal die Kurve ein bisschen weg machen. So. Gucken wir mal, was jetzt passiert. Jetzt hat's. Sehr gut. Jetzt auch den entsprechenden Ausgang bauen. Natürlich noch viel zu groß. Ein bisschen. Runter wieder. Okay, jetzt. Okay, das passt. Jetzt habe ich es kapiert. Dann fangen wir diesmal von hier an, weil wir wollen ja hier durch diese Hütte durch. Ausgang verbunden, das zwar total beschissen aussieht, aber auch immer geht das jetzt darum. Das muss nochmal weg. So, dann mal. Machen wir mal einen klassischen Weg, vielleicht geht es damit besser. Eigentlich hier verbinden. Das sollte eigentlich funktionieren. Und so, dann können wir hier die Achterbahn testen. Teste mal. Warum fährt das nicht? Ah, klar. Das liegt einfach nur daran, dass wir keinen Mitarbeiter da drin haben. Ne? Also, voll. Halt, das war falsch. Das ist nicht hier ein Personal. Haben wir hier den Fahrgeschäftsmitarbeiter? Ja, jetzt geht's auf einmal. So, die gefällt mir halt auch gar nicht, irgendwie hier die Mine Train. Deswegen, das hier wird unsere Geldgeneriermaschine. Und ja, dann werden wir hier eine schöne Schwarzkopfanlage reinbauen, wenn wir entsprechend geforscht haben. Mal auf die Geschichte. Preistechnisch machen wir hier erstmal Premium draus. Ne, dynamisch. Ja, natürlich relativ hoch mit dem Höchstpreis, Mindestpreis, gehen wir auch mal auf 10. Dann schauen wir mal. Was passiert? Was denken die? Ah, der Preis ist astronomisch. Ja, okay, dann komm, pass auf, dann machen wir jetzt. Dann haben wir erstmal Schnäppchen drin. Dann, was ist das denn hier? Schotterplatz. Bauen wir erstmal hier eine Toilette und so. Personalgebäude, Läden, Dienstleistungen.
traditioneller Eingang natürlich. Finden wir noch einen Weg. Dann können die Leute schon mal auf Toilette, dann brauchen wir noch schnell was zum Essen und zum Trinken hin. Servicegebäude. Trinken. Machen wir ein Gulpi hin. Und dann machen wir noch irgendwie Burgerladen oder so. Und noch ein kleines Fahrgeschäft. Chief B. Ah, das ist Hot Dog Squad. Ah, das macht ja aber nichts. Da gibt es noch eine schöne Verbindung hier. Zack. Zack. Was ist los, Leute? Warum wollt ihr meine Achterbahn nicht? Was für die Warteschlange scheint endlos zu sein. Bist du behindert? Jetzt auch schon mal ein bisschen Gewinn hier, oder was? Ja, da wird auf jeden Fall ein bisschen was gewinnen. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Was ist das hier? Parkbewertung. Forschung. Wir müssen uns auch um die Mitarbeiter kümmern. Also wir klatschen das erstmal hier alles lieblos hin, damit die ganzen Voraussetzungen da sind. Damit die Leute sich wohlfühlen, damit die Mitarbeiter sich wohlfühlen, dass wir forschen können. Das ist mir ganz wichtig, dass wir forschen. Servicegebäude mittel, groß. Workshop. Das war's, glaube ich. Ja. Bin ich mir ganz sicher. Die Geschichte noch schön verbunden. Mechanikerwerkstatt, genau. So. Eine Techniker brauchen wir natürlich auch. Brauchen natürlich eine Reinigungskraft. Und schon müssten wir eigentlich produzieren können. Also Forschungspunkte. Ja, unten geht's los. Perfekt. Aha, da muss hier oben warten. Also das ist ja wirklich eine furchtbare Konstruktion hier. Der fährt senkrecht hoch und dann hier so ein bisschen gewurschtel. Ja, reißt mich nicht vom Hocker. Wir bauen jetzt mal noch ein Fahrgeschäft. Hier ein normales. Vielleicht hier dieses Wikingerschiff. Wir müssen ja schließlich Geld generieren. Und das also. Nix. Stehen die dann jetzt hier auf dem Hauptweg an oder was? Das muss man noch ein bisschen nach hinten schieben. Was ist jetzt passiert? Verschiebt der jetzt wirklich nur das Fahrgeschäft? Oder ist es hier nur so blaupausenmäßig? Elend im Weg, tatsächlich. Dann gehen wir nochmal zurück. Klatschen wir hier die Schiffschaukel hin. Bisschen Abstand, wir wollen ja schließlich eine kleine Warteschlange bauen. Und während das Ganze testet, bauen wir hier mal den Weg. Ausgang. Und hier bauen wir eine Warteschlange. Also mit den Wegen tue ich mir noch ein bisschen schwer. Da halt hier so ein bisschen hin. Nochmal im 90 Grad Winkel rüber. Und verbinden das Ganze. Aber noch kein Strom. Das heißt,
Wir brauchen wieder einen Verteiler. Einen Verteiler. Generator haben wir ja schon, genau. Bauen wir den hier hin. Und stellen den hier. Und schon haben wir Strom. Jetzt können wir die ganze Fahrt öffnen. Aber wir nennen das mal Schiffschaukel. Schiffschaukel Plus, genau. Und wie heißt der? Mountain Descent. Ja, das kann man so lassen erstmal. Wie gesagt, wir wollen erstmal Geld produzieren. Generieren, besser gesagt. Dann machen wir jetzt mal angepasst. Schnäppchen ist bei 4,99. Das scheint den Leuten noch zu teuer zu sein. Machen wir halt mal 4,50 oder 4,20. 4,20, das können wir machen. Was kostet das? 2,16 €. Noch ein bisschen. Warum wollen die nicht fahren? So lange warte ich nicht. Sind die irre oder was? Muss man doch nicht lang warten, da steht doch fast keiner an. Wagen. Sitzungsregeln. Lassen. Betätseingang bewegen? Ne. Das macht aber auf jeden Fall gut Gewinn, das Ganze. Die ganze Achterbahn. Aber mir gehen hier nicht genug Leute rein. Das gefällt mir nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Na, jetzt gucken wir mal, ob wir ein bisschen forschen können. Das ist falsch. Kettenlift-Achterbahn ist schon geforscht. Okay, wir müssen noch kurz warten, dann forschen wir erstmal. Und ich will nämlich hier die Achterbahn mit alternativem Lift. Ich gehe mal davon aus, dass da oder hier bei Abschussachterbahn, dass entweder hier oder hier die klassischen Schwarzkopfanlagen dabei sind. Da will ich nämlich eine schöne transportable Achterbahn bauen mit euch. Es wird auch nicht allzu lang dauern. Ihr habt ja gesehen, wie schnell man die Forschungspunkte generiert. Jetzt gucken wir mal hier rein. Zum Arbeitsblock zugewiesen. Können wir jetzt so ein zweites Ding bauen und dann geht es schneller? Oder Ketten, Personal, Workshop. Nochmal ausbauen. Geht wohl. Binden das Ganze noch. Brauchen wir natürlich noch einen zweiten Techniker. Ja, es funktioniert. Können wir jetzt forschen? Hat geklappt. Sehr gut. Ja. Dann für den Part war es das auch mal wieder hier. Dann verabschiede ich mich und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.